Freunde, und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Was zum Geier ist das für ein Tier da hinten? Yonder! Wir können in dieser Folge endlich hier unseren zweiten Hof errichten. Und generell haben wir ja einen ziemlich engen Plan, was diese Folge angeht. Oh, wie schön! Wie schön! Und dann die Aussicht. Hof mit Aussicht. Auch wenn hier irgendwie recht viel Zaun und recht wenig Hof ist, wenn ich das richtig sehe. Wo kann ich denn hier bauen? Wo ist denn mein... Interagiere hier, um Sachen zu bauen? Button. Ja, 25% Hofbewertung. Jetzt überleg mal, wieso. Vielleicht, weil ich gerade nicht in der Lage bin, hier irgendwas aufzubauen. Aufgrund meiner eigenen Kompetenz selbstverständlich, aber ich bin nicht in der Lage, hier irgendwas aufzubauen. Steht hier noch irgendwas rum? Es muss doch an dem Tisch da drüben sein, oder? Bin ich gerade total blöd? Hallo? Lass mich bitte meinen Hof aufbauen. Spiel bitte. Okay, dann nicht. Übersehe ich gerade irgendwas Wichtiges? Naja. Ist das dein Ernst? Passiert das gerade wirklich? Okay, das ist jetzt wirklich eine sehr erbärmliche Renderdistanz. Also Entschuldigung, aber nein. Einfach nein. Halt, nein, ich wollte ja bauen. Ein kleines Tiergehege habe ich noch. Ah, wo bauen wir das denn am schönsten hin? Vielleicht hier so vor. So? Ja. Futtertrog, den können wir dann doch hier so. Ja, doch, genau hier so. Und den Wassertrog, den stellen wir hier ans Eck. Hier so. Genau, wundervoll. Sehr schön. Und da müssen wir nur noch jemanden suchen, der das Ganze hier betreut und entsprechend. Das macht mich gerade so fertig, gell? Es macht mich gerade so fertig. Dieses Buch. Naja, egal. Ich wollte da runter in die Bucht. Und außerdem wollte ich noch da vorne an die Mühle. Aber, ach, guck mal, hier ist auch wieder Dunkelheit. Die wir aber vermutlich beseitigen können, oder? Wie viel brauche ich hier? 4. Ja, gut. Das kann ich ja mühelos beseitigen. Das ist auch nur ein Shortcut. Hier komme ich jetzt wieder in der Bucht raus, gell? Moment. Moment, wir sind nicht genau da, wo ich dachte, dass wir sind. Wo sind wir denn? Hier scheint ja... Oh, Schatzkiste. Nice. Sehr cool. Nee, wir sind nicht da, wo ich dachte, dass wir rauskommen. Ich einfach gerade eben Drive-by gepflanzt habe. Ah, guck mal. Ja, da hinten ist das Dorf. Was ist denn hier eigentlich, wenn wir die Bucht noch weitergehen? Hier ist noch mehr Düsternis. Damit kommen wir dann darüber auf die Insel. Ich wollte ja eigentlich erstmal die Bucht da erkunden. Ah! Ich lasse mich so leicht ablenken. Was man ja auch sehr gut bei Breath of the Wild gesehen hat. Gut, dann kümmere ich mich jetzt erstmal hier um die Düsternis. Es reicht wahrscheinlich eh nicht. Hier brauchen wir wahrscheinlich eh ein bisschen mehr. Nein, 8 Stück haben wir tatsächlich. Ah, so viel zu tun und so wenig Zeit. Na dann, erkunden wir jetzt halt erstmal die Insel.
Nur vermutlich, ich schätze einfach mal, dass hier nur eine Fee versteckt ist. Ah, ne, hier ist tatsächlich ein Questgeber. Seaman in Jib. Oh. Hm. Ob man das wohl noch essen kann? Jojo Cocinero wird es bestimmt wissen. Ah, hallo, freut mich, dass du gesund und munter bist. Mir geht es auch gut. Ah, die war bei uns auf dem Schiff. Ich habe mich bis zu dem Dorf da drüben durchgeschlagen. Und stellt sich heraus, da leben lauter Köche. Mann, ist das Essen dort gut. Ich sammle Zutaten für einen neuen Eintopf, an dem ich tüftel. Nun, sag Captain Pullen bitte, dass es mir gut geht. Er kann mal gern vorbeikommen und meinen Eintopf probieren. Er ist auch so ein süßes Schwein. Blümchenschwein. Wir kommen da also gar nicht hoch. Mensch, das ist ein Bummer. Ich dachte, hier gibt es so voll viel zum Erkunden. Das sah so, das Cliff sah so furchteinflößend und so hoch aus. Und dann ist halt so nichts. Nice. Danke, Spiel. Na ja, gut, immerhin haben wir dadurch jetzt mehr Zeit, uns um das Eigentliche zu kümmern. Da oben haben wir noch mehr Düsternis. Ich habe ja immer Hoffnung, dass hinter der Düsternis dann ein paar Feen sind. Denn mehr Feen sind mehr Feen, wie schon ein kluger Mathematiker zu sagen pflegte. Oder so. So, auf jeden Fall wollten wir hier in die Bucht gehen. Jetzt auch wirklich. Keine Ausreden mehr. Oh. Okay, dann angeln wir jetzt erstmal die nächste halbe Stunde und dann machen wir das in der nächsten Folge. Nein. 6 Stück brauchen wir. Gut. Dann war die andere Düsternis aber trotzdem nur ein Shortcut. Hier haben wir eine Schatzkiste. Haben wir hier sonst noch irgendwas oder ist es auch nur so, Okay, hier war tatsächlich auch nur eine Schatzkiste. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt halt wirklich mal zur Mühle. Ich würde gern hier Lianen mitnehmen. Danke. Ich drücke mich die ganze Zeit vor der Mühle. Das ist so die einfachste Quest, die es gibt. Oh, da hinten ist Nebel. Das ist so die einfachste Quest. So, gehe von A nach B. Nimm beim über losgehen keine 200 Dollar ein. Nein, gehe von A nach B und hole mir was. Und ich schaffe es halt nicht. Beziehungsweise ich zögere es die ganze Zeit raus. Guck mal, da ist sogar noch ein Händler. Was? Oh. Willkommen in der Flussmühle. Aus 5 Blumen können wir ein Mehl machen. Ach ja, ich sollte ja richtig Mehl holen. Hier, ich habe hier, sagen wir ein paar. Mach mir mal 4 Mehl. Sehr gut. Und was hast du zu handeln? So? Ah. Mehl. Für 2 Münzen. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Hätte ich meine Blumen gar nicht eintauschen müssen. Aber gut. Habe ich jetzt gemacht. Da geht's hier noch irgendwo weiter hoch oder so? Ich erkunde ja so gern. Da hinten ist die Fashionstadt, die Modestadt. Bin gerade am Schauen. Hier ist hier irgendwo noch das Startdorf, gell? Das Anfangsdorf. Hier können wir eine Brücke bauen, wie es aussieht. Brauche ich nur ein bisschen Holz. Gut, Holz können wir ja schnell beschaffen. Ah ne, ganz da hinten, das ist Anfangsdorf. Ist doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Die Brücke, da würde ich aber ganz gern bauen. Muss halt die ein oder andere Palme dran glauben, ne? Machst halt nix. Ist halt ein bisschen schade drum. Wachsen nach, kein Problem. Wachsen schnell nach. Ich pflanze ja ganz brav alles neu. Ich bin ja ein umweltbewusster Mensch. Aber ich möchte halt die Brücke haben. So, Hängebrücke, hübsch. Hübsch, hübsch, schön, schön, gefällt mir. Das gibt dem ganzen Gebiet hier auch noch so,
so einen gewissen Flair. Außerdem ist es... Ah, nee, schade. Es ist keine Abkürzung. Ich dachte, es gibt eine Abkürzung. Also, es ist eine Einwegabkürzung. In gewisser Weise. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Jetzt ist die Frage. Moment. Stein der Weisheit. Was habe ich denn da übersehen? Also ja, das ist vermutlich der Stein, wo ich die eine Fee hier habe. Aber warum wird der extra auf der Karte markiert? Und was schwebt da hinten über der Stadt? Das Rosane da. Oh mein Gott, diese Schweine sind so süß, wenn die rennen. Generell sind die Schweine so süß, auch wenn die nicht rennen. Oder ist hier unten noch irgend... Nein. Was ist da oben? Na, dann werden wir uns ja gleich nochmal drum kümmern. Oh Mann, ich lasse mich so leicht ablenken. Es sind Sachen, die mich interessieren. Deswegen lasse ich mich gern davon ablenken. Was ist denn da drüben? Da ist eine Erzader. Erze nehme ich natürlich auch immer mit. Das sollte relativ klar sein, schätze ich. Denke ich mal. Ah, nee, das ist... War das? Nee, das ist ein anderer Stein. Das ist ein ganz anderer. Ich dachte, das... Wäre der Stein, wo wir die anderen Steine vorher hinbewegt haben und dann eine Fee rausgekriegt haben. Aber wir sind hier wo ganz anders. Gib mir Steine. Danke. Gib mir Gold. Danke. Oh, es ist kein Gold. Schade. So, dann quatschen wir doch mal mit dir. Beweise deine Fähigkeit. Arbeite und bringe, was im Wasser lebt, an Land. Fange einen Fisch mit über 22 Zentimetern. Ja, irgendwann vielleicht, glaube ich. Guck mal, da hinten ist unsere Brücke, die wir gebaut haben. Yay. So, Mehl haben wir geholt. Richtig, jetzt kann ich endlich das Mehl abgeben. Der hat bestimmt jetzt in der Zwischenzeit einfach ohne Mehl gebacken, weil er keine Lust hatte. Was ist das da für ein Stein, für ein Steinkonstrukt? Weil er einfach keine Lust hatte, auf uns zu warten, solange bis wir das Mehl bringen. Exzellent. Ausgezeichnet. Jetzt nutze ein Kochset und mische das Mehl mit dem gesammelten, mit den gesammelten Zutaten, mein Leib Brot zu machen. Okay. Was ist das eigentlich? Eine Katze, die gern Gärtner hat, eine scheue Katze, über die es viele seltsame Theorien gibt. Eine braun gescheckte Katze. Nein, das war ja nicht das, was ich machen wollte. So, ah, nee, jetzt habe ich... Ah, oh, ich habe zwei Kochsets gemacht. Und damit soll ich ein Laib Brot machen. Okay. Alles klar. Fabelhaft, dein Brot schmeckt sehr gut. Willkommen in der Kochgilde. Bitte nimm die Rezepte. Frohes Kochen, Reisender. Generell könnte ich hier mal ein bisschen schauen, was ich da so herstellen kann. Denn wir sind ja auch... Huch, das... Moment. Wichtige Gegenstände, nein, herstellen. Das stimmt schon. Hier wollte ich schon rein. Guck mal, wie viele... Schöne Rezepte. Das Zeug können wir dann auch teuer weiterverkaufen, ne? Geheimnisvoller Samen brauche ich dafür. Okay, da brauchen wir viel Zeug. Wollt nur mal schauen, was ich hier alles herstellen kann. Noch eigentlich gar nichts. Gut, dass wir das geklärt haben. Gut, dass wir das geklärt haben. Halt, ich habe da noch eine Quest, sehe ich gerade. Nicht?
gut gemacht. Du hast als Koch die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Ah, nee, das ist, sorry. Das ist gerade eben der Gildenmeister-Quest. Der Gildenmeister-Quest, die Gildenmeister-Quest. Ständerweise Vogelscheuche, Nadel und Faden. Was war Nadel und Faden? Material. Ah! Ich soll einfach einen einfachen Kittel schneidern. Für die, ach, wie doof. Warum habe ich die Quest noch nicht gemacht? Ich war doch... Das war bei der Schneidergilde. Ach, ich muss einen Grund gehabt haben, die Quest nicht zu machen. Wow. Naja, gut. Wie auch immer. Was ist denn da oben? Da hinten war noch Dunkelheit, die ich beseitigen wollte. Irgendwo hinter uns am Hof. In die Richtung. Ja, da hinten sieht man es schon durchwabern. Das ist ein interessantes Flussbett hier. Im Dunkeln sieht man auch so wenig, gell? Das ist schlimm, schlimm. Da miaute irgendwas. Wo miaute es? Ich möchte die Katzen. Ist die da oben drauf? Die ist bestimmt da oben drauf. Die ist doch hundertprozentig da oben drauf. Natürlich ist die hier oben drauf. Lila Rex. Klingt interessant. So, kümmern wir uns erstmal hier um die Dunkelheit. 13 Stück brauchen wir. Okay, dann kümmern wir uns hier also noch nicht um die Dunkelheit. Gut, dass wir das geklärt haben. Gut, dass wir das geklärt haben. Die Frage ist dann natürlich, wo begeben wir uns als nächstes hin? Da hinten ist Licht. Da scheint jemand zu sein. Tier entdeckt. Ein Bambex. Ah, das ist... das. Gruselige Etwas. Hey, du. Du hast die Quest für mich, habe ich gehört. Opa Giddy. Nein, das ist es nicht. Da drunter ist es nicht. Oh, hallo Junge, hilf Opa mal. Hast du mein Bambex gesehen? Das ist klein, brau und bambexig. Frisst gerne Lianen, hat große Hörner. Finde ein Bambex. Hier ist ein Bambex. Was möchtest du denn haben? Eine Liane. Dann komm mal her. Komm mal her. Komm. Bei Fuß. Bei Fuß. Bei Fuß. Sei ein braves Bambex. Ein schönes Bambex hast du da, Kleiner. Sieht aus wie mein Bambex, lass mal sehen. Ja, 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 nein, ja, nein. Das ist nicht mein Bambex. Deine Hufe glänzen sehr. Nicht aufgeben. Wow. Du mich auch, Opa. Ich gehe. Tschüss. Dann komm du halt mit, Bambex. Jetzt folgen mir halt leider irgendwie gefühlt 20 von den Tieren gleich. Woher soll er denn wissen, welches ich ihm geben will? Na, egal. Seetangkuchen, nein. Eine Wolke, die aussieht wie ein Fisch. Lila Unterhosen. Nein, das ist es nicht. Oh, ein Bambex. Genau danach suche ich. Lass mal sehen. Ja, ja, nein, das ist nicht meins. Hörner zu spitz. Nein, nein. Ja, nein, vielleicht. Käsekuchen. So, hier lief irgendwo noch eins rum. Das ist das Letzte, mit dem ich das versuche. Komm her. Ich habe so viele von meinen Lianen hergegeben für dich. Alter Mann, du schuldest mir 3 Lianen. So, wo kommt es? Es hat sich in der Wand festgeglitscht. Gut, dass wir das geklärt haben. Wusstest du, dass Bambex zählen können? Nein, 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 warte. Das ist mein Bambex. Sein Fell ist so weich. Danke, Kleiner. Ich liebe mein Bambex. Hier hast du ein Lederwams, eine pelzgefütterte Hose dafür, dass du mir mein plauschiges Bambex zurückgebracht hast. Das ist nicht mein Bambex. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Jetzt kann ich aber... Guck mal.
neue Ausrüstung. Und auf einmal... Oh, guck mal, die ist hübsch, die Hose. Ah ja, so. Genau, ja, nice. Damit werden wir neu ausgerüstet. Was ist denn das da hinten? Oh, guck mal, schon wieder neue Tiere. Was bist du denn? Du bist kein neues Tier. Ein Dschungelfuchs. Hier haben wir noch irgendwas. Der Schrein... Okay, es ist wieder ein Schrein, den ich reparieren kann. Es ist schon lange her, dass sich ein Geist das Seher um den Schrein gekümmert hat. Am liebsten würde ich mich dir anschließen, da unsere Schicksale wohl verbunden sind. Das heißt aber auch, auf der anderen Seite, mir fehlt nur noch ein Geist, bis wir den Nebel da unten wegkriegen. Oh, da unten ist Gletscherland oder so. Und du bist? Kari. Eine Gruppe Bambexe nennt man Courage. Eine Courage-Bambexe. Okidoki, was ist denn da unten? Da wird irgendwas gebrannt, wie es aussieht. Kann ich hier... Moment. Ich habe keinen richtigen Samen. Mist. Gut, dann halt nicht. Da hinten sind aber noch Erze, die ich haben will. Zonk, zonk, zonk. Gut. Dann, Moment, ich würde ganz gerne noch ausprobieren, wo mich der Teleporter hier bringt. Einfach rein aus Interesse. Beziehungsweise zuerst will ich hier die Aussicht ein bisschen bewundern. Es spricht zu mir, das Portal. Aber da hinten scheint nur Gletscher zu sein. Hüpf! Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir hier oben. Ah, cool. Okay, das ist tatsächlich ein Shortcut, der sehr praktisch zu benutzen sein wird. Was ist da vorne eigentlich für eine Quest? Die scheint ja eigentlich vermutlich machbar zu sein, wenn die direkt da ist. Ja, auf jeden Fall ist das ein praktischer Shortcut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal da unten. Da haben wir zwei Fragezeichen. Um die können wir uns vielleicht kümmern. Wenn ich bis zur nächsten Folge daran denke. Dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.